Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es meine Everyday Make-up Routine und ich kann nicht glauben, dass ich dieses Video noch nie gemacht habe. Deswegen wurde es auf jeden Fall mal an der Zeit, dass ich einfach alle mal meine Make-up Routine hier auf YouTube lasse, damit auch jeder Bescheid weiß, wie ich mich jeden Tag schminke. Aber dazu muss ich sagen, dass ich das natürlich nicht jeden Tag mache, sondern nur, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich möchte rausgehen in das soziale Leben und ein bisschen unter Menschen gehen. Wenn das mal vorkommt, dann mache ich so dieses Make-up und ich hoffe, dass es euch gefällt. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, ganz viel Spaß wünsche ich euch. Okay, bis dann, ciao. Als allererstes trage ich immer eine Gesichtspflege auf, einfach damit meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt ist und die lasse ich dann immer so eine halbe Stunde mindestens einziehen. Ich benutze da am liebsten momentan die Believe The True Cream Moisturizing Bomb. Und dann ist für mich super wichtig, immer eine Lippenpflege zu benutzen und ich schwöre auf dieses Produkt. Ich weiß gar nicht, wieso ich euch das noch nie gezeigt habe. Und zwar ist es Lucas Pawpaw Ointment. Das hier gibt es leider nur in Australien zu kaufen. Ich habe mir da erstmal direkt 5 Packungen mitgenommen. Und die hier, das ist meine erste, die ist jetzt auch schon wieder fast leer. Auf jeden Fall, ja, trage ich das immer direkt am Anfang richtig schön auf meine Lippen auf. Dann geht es weiter mit Foundation. Und da liebe ich von Maybelline die Fit Me Matte Poreless Foundation. Meine Nummer ist 220. Beziehungsweise ist eigentlich ein bisschen, obwohl sieht man jetzt gar nicht so, aber ist eigentlich ein bisschen zu hell momentan. Aber ich benutze dann eh noch Bronzer und dann geht das eigentlich. Die verwende ich immer, wenn ich so ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Okay, jetzt habe ich auch direkt ein Produkt vergessen, was ich dann noch so mit reinmischen wollte. Und zwar ein Highlighter. Das ist so ein flüssiger Highlighter, auch von Maybelline. Der Master Strobing Liquid Illuminating Highlighter. Den hat mir Adriana Lima geschenkt, als ich in New York war. Ja, den mische ich eigentlich immer noch so dazu und durchmixe das so ein bisschen. Und es gibt eigentlich nur so ein bisschen so ein Glow. Und das mache ich, auch wenn ich dran denke, ab und zu ganz gerne. Und ja, dann kommt schon natürlich mein Beauty Blender zum Einsatz. Beauty Blender mache ich vorher auch nass bzw. feucht, damit das richtig schön, damit die Foundation richtig schön mit meiner Haut verblendet wird. Und als nächstes verwende ich dann Concealer und momentan benutze ich da immer diesen hier von Maybelline. Das ist der Age Rewind Treatment Concealer. Meine Farbe ist jetzt die Medium. Ja, auf jeden Fall mache ich den einfach unter meine Augen und verblende das dann auch mit meinem Beauty Blender. Ich kann euch auch mal ein bisschen mehr ranholen. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich den Studio Finish Concealer, der auch schon fast leer ist, und trage den auch dort auf, wo ich denke, dass ich noch ein bisschen mehr Deckkraft brauche. Hier zum Beispiel an der Nase hatte ich so einen roten Pickel. Also an der Stelle, ich weiß auch nicht, wie ich da einen Pickel bekommen habe, aber ich hatte dort einen Pickel und ja, den überdecke ich jetzt. Dann nehme ich mir einfach irgendein Translucent Powder. Da gibt es welche, ganz viele aus der Drogerie, also schaut da einfach mal vorbei. Die sind günstig und funktionieren auf jeden Fall. Und da gehe ich so ein bisschen mit der Spitze rein vom Beauty Blender und trage das dann unter meinen Augen auf, um einfach den Concealer so ein bisschen zu setten. Das lasse ich jetzt dort kurz baken, wie man so schön sagt, und fixiere in der Zwischenzeit mein ganzes Gesicht mit einem anderen Puder. Und das ist das Mattifying Powder von Urban Decay. Und ja, ich habe es auf jeden Fall fleißig benutzt. Aber ich mag das super gerne und das gebe ich hier in meine T-Zone und hier hin. Und danach entferne ich dann einfach alle Überreste von dem Translucent Powder unterm Auge. Und dann sind wir auch schon schön matt wie eine Leinwand. Als nächstes kommen wir zum Bronzer und da verwende ich den Huda Bronzer von Benefit, den glaube ich jeder benutzt. Da gehe ich einfach mit diesem Pinsel rein, der ist auch von Benefit, den haben die mir mal zugeschickt und ich mag den super gern, weil der richtig fluffig ist und ich will einfach nur so ein natürliches Contouring. Also ich mache das jetzt nicht so gern, dass ich hier dann so einen Streifen mache, da mache ich hier einen Streifen und dann hier hin und hier hin und hier hin und ja, ich mache das einfach nur so. Fertig. Nein, ich gehe da halt so rein und dann klopfe ich das so ein bisschen ab und gebe das einfach so hier an meine Wange, um einfach mein Gesicht quasi so ein bisschen aufzuwärmen. Wenn ich das mache, habe ich eigentlich gar keine Technik, sondern ich gucke einfach nur so, wo will ich braun sein und da packe ich dann das Produkt hin. Dann geht es weiter mit Blush und da verwende ich momentan super gerne das hier und zwar ist es von MAC ein Produkt, das Pearl Matte Face Powder, Oh My Passion. Das ist, glaube ich, momentan eine Limited Edition, also wird es nicht ewig geben. Aber ich liebe diese Farbe einfach. Schaut sie euch an, wie schön sie einfach ist. Auf jeden Fall gehe ich da mit meinem Rouge-Pinsel von Sigma rein. Der sieht so aus. Das ist der Large Angle Contour Pinsel. Und klopfe das dann so ein bisschen ab. Und
lächle dann und gebe es dann auf meine Apfelbäckchen. Ja gut, würde vielleicht auch gut sein, wenn man mal was sieht davon. Hello, where are you? Ah, jetzt. Und das Ganze ziehe ich dann auch so ein bisschen nach oben. Und das war's dann auch mit dem Rouge. Ich habe jetzt mal überlegt und eigentlich würde ich immer den Mary Luminizer nehmen. Ich liebe diesen Highlighter. Aber ich habe den Mary Luminizer schon sehr oft gezeigt. Deswegen probiere ich jetzt heute mal den hier als Highlighter aus. Den habe ich auch vorhin in meine Foundation mitgemixt. Aber ich habe ihn noch nie so einfach allein als Highlighter benutzt. Obwohl das eigentlich ein Highlighter ist. Den gebe ich jetzt einfach mal. Der ist sehr bronzig. So, und dann gebe ich noch ein bisschen was auf meine Nasenspitze und hier über meine Lippe. Ich finde den eigentlich schon so ganz gut, aber ich glaube, ich gehe mit einer dünnen zweiten Schicht nochmal drüber, damit es einfach noch ein bisschen mehr Highlighter ist und damit man den mehr sieht oder damit ihr den auch besser sehen könnt. Und dann geht es schon weiter mit den Augenbrauen. Jetzt geht es weiter mit den Augenbrauen und da hatte ich eigentlich immer zwei Augenbrauenstifte von Benefit, die beide leer gegangen sind, weil ich sie richtig gut fand. Aber ich habe jetzt dieses hier von Benefit auch für mich entdeckt und zwar ist es der Cabrow in der Shade 5. Ich glaube, das ist sogar fast ein bisschen dunkel für mich, aber es geht auf jeden Fall noch. Und zwar ist es eigentlich einfach nur so ein Augenbrauengel und man hat hier direkt in der Verpackung, also in den Deckel, einen Pinsel drin. Das ist mega, mega praktisch. Ich gebe erstmal so ein bisschen Produkt in die Mitte ab, damit es nicht zu dunkel ist, wenn ich gleich nach vorne gehe. Und gehe dann mit dem Restprodukt ganz, ganz leicht so nach vorne und male hier so eine Linie quasi. Wenn ich mir dann diese Linie gemalt habe, gehe ich einfach weiter nach hinten durch. Und dann gehe ich nach oben an die Oberseite und male auch dort eine kleine Linie. Ja, und dann verbinde ich eigentlich nur noch hier vorne so ein bisschen die beiden Linien zueinander und fülle diese Stelle aus, wo am wenigsten Haare wachsen. Man muss halt immer bei diesem Produkt so ein bisschen darauf achten, dass es nicht fleckig wird. Das passiert eigentlich immer relativ schnell. Wenn ich dann fertig mit den Augenbrauen bin und so gut es geht versucht habe, sie aneinander anzugleichen, die sind bei mir leider nicht ganz gleich, aber das macht ja nichts, nehme ich mir von meinem leeren Augenbrauenstift die Bürstenseite und bürste das Produkt noch so ein bisschen ein, damit es bisschen besser verblendet wird und nicht so hart aussieht und fleckig hier vorne. Das wär's dann mit den Augenbrauen. Sie sind noch nicht so zu 100% optimal, aber auf jeden Fall schon mal besser als noch vor ein paar Monaten. So, normalerweise würde ich jetzt eigentlich nur noch Mascara auftragen, aber ich glaube, das wäre ja ein bisschen langweilig. Deswegen, manchmal mache ich mir dann noch ein bisschen Lidschatten aufs Lid. Entweder so einen schimmerigen Bronzeton, zum Beispiel aus der Naked Palette, den Smog, den liebe ich. Aber ich glaube, heute fühle ich mich ein bisschen matter und ja, verwende dann die Ultimate Basics Palette auch von Urban Decay. Und ja, als erstes gebe ich ganz gerne Pre-Game auf mein gesamtes Lid oder irgendeinen pudrigen Ton. Ihr könnt auch ein ganz normales Puder nehmen eigentlich, damit es noch so ein bisschen ausgeglichen wird und man einfach besser den Lidschatten gleich verblenden kann. Und dann nehme ich mir einen fluffigen Pinsel. Der hier ist jetzt von For Your Beauty, also ich glaube von Rossmann. Und dann gehe ich in Faith, das ist dieser Ton hier. Ja, und das habe ich so ein bisschen aufs Lid und einfach in die Lidfalte gegeben und verblendet. Und dann gehe ich in Lockout, das ist der Ton daneben, der ein bisschen dunkler ist. Und gehe auch vorsichtig da rein und gebe das dann noch ein bisschen mehr in die Lidfalte. Das verdunkelt das Ganze noch ein bisschen. Und jetzt habe ich gerade den ersten Ton einfach noch aufs gesamte Lid gegeben, sodass ich quasi einfach nur braune Augenlider habe. Und ich nehme dann noch Blow, also diesen Highlighter-Ton, und gebe den so ein bisschen an den inneren Augenwinkel. Als nächstes kommt dann Mascara. Ich habe jetzt wieder für mich entdeckt die Maybelline Push-Up Angel Mascara. Und ja, dann tusche ich mir einfach die Wimpern. Und mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Jeder weiß, wie man Wimpern tuscht. Ich gucke beim Wimperntuschen immer, also ich nehme den Spiegel und gucke dann immer so nach unten, weil ich irgendwie finde, dass man dadurch besser tuschen kann, als wenn man den Spiegel vorm Gesicht hat. Mein Auge fängt gerade irgendwie random an zu tränen. Und wenn ich jetzt die unteren Wimpern tusche, dann gucke ich irgendwie immer hoch in den Spiegel. Ich finde auch, dass mir das hilft. Wenn ich dann meine Wimpern getuscht habe, dann warte ich mal noch kurz, bis sie so ein bisschen angetrocknet sind. Und dann nehme ich meine beiden Finger und biege meine Wimpern quasi so nach oben damit. Und warte dann so ein paar Sekunden ab und das biegt dann die Wimpern irgendwie zusätzlich nochmal ein bisschen nach oben. Ich weiß nicht, ob man dann Unterschied sieht, aber ja, das mache ich auch schon seit mindestens 4 Jahren, glaube ich. Und wenn ich damit dann fertig bin, dann kommen wir zum Lippenstift. Und ich habe hier jetzt von NYX zum Beispiel so einen Cream Lipstick in so einem Braunton. Das ist die Nummer 07.
Ja, so sieht der Lippenstift von NYX aus und ich zeige euch jetzt nochmal einen anderen, den ich auch gerne benutze, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob es den in Deutschland gibt. Oh, sei doch mal leise, Mensch. Und zwar ist es von Maybelline die Nummer 235 Warm Me Up. Und das ist auch ein Nude-Ton, der aber so ein bisschen ins Rosastichige geht und so ein bisschen dunkler ist. Hier gibt nochmal so ein bisschen mehr Farbe, deswegen ich weiß jetzt nicht, welchen ich auffangen soll. Ich kann ja auch beide einfach mal mischen, vielleicht sieht das ja auch cool aus. Und jetzt verwende ich noch ein Setting Spray. Ich benutze eigentlich immer das von Urban Decay, aber das ist leer gegangen. Jetzt benutze ich eins von Maybelline. Ich finde das von Urban Decay aber ein bisschen besser. Das erfrischt nochmal voll schön. Und wenn das getrocknet ist, dann settet es erstmal das Make-up. Und das ganze Make-up sieht dann so ein bisschen frischer und natürlicher aus. Vor allem, wenn man so Puderprodukte benutzt hat, dann sieht man das. Also dann geht diese Schicht, die man da drauf hat, so ein bisschen weg und sinkt so in das Gesicht ein und verschmilzt schöner irgendwie. Und jetzt bin ich eigentlich komplett fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch endlich mal eine Make-up-Routine von mir. Das habe ich echt noch nie vorher so richtig gemacht. Ja, lasst mir gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und einen Kommentar auch sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal sehen. Bis dann. Ciao.